Professor Schambeck, this is your floor. Herr Vorsitzender, Exzellenzen, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde genauso wie mein Vorredner in meiner Muttersprache sprechen. Das ist die Sprache von Goethe und Kant, nämlich Deutsch. Über Migration und Integration, Österreichs Antworten auf die integrationspolitischen Herausforderungen der gegenwärtigen Flüchtlingskrise. Bedingt durch die Krisen im Nahen Osten und Mittleren Osten sind Europa und Österreich mit der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Im Jahre 2015 wurden in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union mehr als 1,3 Millionen Asylanträge gestellt. Im Jahre 2016 waren es fast 1,2 Millionen. In Österreich wurden im Jahre 2015 über 88.000 Asylanträge gestellt. Im Jahre 2016 waren es über 42.000. Österreich war im Jahre 2016 der tatsächlich am stärksten belastete Mitgliedstaat der Europäischen Union, gemessen an seiner Einwohnerzahl. Die Bewältigung dieser Krise erfordert ein Tätigwerden auf allen Ebenen, auf internationaler Ebene, auf Ebene der Europäischen Union und auf nationaler Ebene. So müssten die Konflikte in den Herkunftsstaaten der Flüchtlinge beendet werden. Jene Staaten in den Konfliktregionen, in die bereits zahlreiche Menschen geflohen sind, bei der Versorgung dieser Menschen unterstützt werden, die Außengrenzen der Europäischen Union effektiv geschützt werden, Hotspots nahe den Konfliktregionen, zumindest aber an den Außengrenzen der Europäischen Union errichtet werden, Flüchtlinge auf alle Mitgliedstaaten solidarisch verteilt werden und das europäische Asylsystem weiter vereinheitlicht werden. Schließlich ist sicherzustellen, dass Personen, deren Antrag auf internationalen Schutz rechtskräftig abgelehnt wurde, in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Folgende Probleme werden durch die derzeitige Migrationswelle ausgelöst: drohende Veränderung der gesellschaftspolitischen Verhältnisse in Europa durch Zuwanderung aus Ländern, die weder demokratisch geprägt sind, noch geistesgeschichtlich oder kulturell mit Europa vergleichbar sind. Hohe Kosten für Versorgung, Unterbringung, soziale Absicherung und Integration, steigende Kriminalität, mangelnde Bereitschaft zur Rückkehr, beziehungsweise auch mangelnde Möglichkeiten der Abschiebung abgelehnter oder straffällig gewordener Asylwerber. In Österreich kommt den Gebietskörperschaften eine besondere Verantwortung zu bei der Bewältigung der derzeitigen Herausforderungen, ihren Beitrag zu leisten. Auch auf österreichischer Ebene spielt der Gedanke
der Solidarität, ich wiederhole, der Solidarität eine wesentliche Rolle. So wurde im Jahre 2015 verfassungsgesetzlich festgelegt, die große Zahl an Fremden, die nach Österreich geströmt sind, auf das gesamte Bundesgebiet verteilt unterzubringen, zu versorgen und in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. Nur so kann verhindert werden, dass einzelne Gemeinden oder Bundesländer bzw. deren Bürgerinnen und Bürger finanziell und gesellschaftspolitisch überproportional belastet werden. Besonders bedeutsam ist die richtige Gestaltung der Integration der vielen Fremden in die österreichische Gesellschaft. Es ist für die österreichische Gesellschaft von existenzieller Bedeutung, dass sich alle Migranten, die in Österreich leben wollen, darüber im Klaren sind, dass es gesellschaftliche Vielfalt und ein friedvolles Miteinander nur dann geben kann, wenn sich alle denselben Regeln unterwerfen. Das christlich-jüdisch-abendländische Wertefundament, nämlich aufgrund der abendländischen Geistesgeschichte, in der Tradition der Aufklärung prägt die Vorstellungen von einem gelungenen Zusammenleben und die österreichische Leitkultur. Die aus dieser Tradition heraus entwickelten Ideen von der Würde des Menschen, von seiner Einzigartigkeit sowie von der freiheitlichen Selbstbestimmtheit und von der Selbstverantwortlichkeit eines jeden Menschen ist die gedankliche Basis der österreichisch-freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Alle Menschen, unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung, müssen diese Werte kennen, respektieren und achten. Die österreichische Demokratie muss wehrhaft sein und sich gegen undemokratische Entwicklungen sowohl von innen als auch von außen zur Wehr setzen. Keinesfalls darf es zu einer schleichenden Rückentwicklung der gesellschaftspolitischen Errungenschaften wie der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der sexuellen Selbstbestimmung, der Achtung des Eigentums anderer oder der Säkularisierung durch eine falsch verstandene Toleranz kommen. Das Verhüllungsverbot an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäuden spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle. Es gilt Fremden ohne Missverständnis klarzumachen, dass nicht die Österreicherinnen und Österreicher sich an fremde Umgangsformen anzupassen haben, sondern Fremde an die österreichische Gesellschaft und an die Leitkultur. Die österreichische Gesellschaft und Umgangsformen sind geprägt von Offenheit, gegenseitigen Respekt, Toleranz und Wertschätzung. Die Verhüllung des Gesichts jedoch verhindert die Kommunikation, schließt Menschen aus und wirkt der Offenheit der Gesellschaft entgegen. An Schulen und Kindergärten ist es besonders wichtig, dass die österreichische Leitkultur nicht nur im Unterricht gelehrt wird, sondern gesamthaft gelebt wird. So kann etwa die Verwendung von Symbolen, die durch eine unterschiedliche Wertigkeit der Geschlechter zum Ausdruck kommen kann, gerade in Schulen und Kindergärten nicht akzeptiert werden. Solange die europäische Außengrenze nicht ausreichend geschützt wird,
muss eine geordnete Einreisekontrolle an den österreichischen Grenzen stattfinden, auch wenn dies eine temporäre Einschränkung der europäischen Errungenschaft des Wegfalls der Binnengrenzen bedeutet. Nationale Grenzen sind zu respektieren, auch wenn die Europäische Union in einem Europa ohne Binnengrenzen arbeitet. Die Situation im Jahre 2015, als Hunderttausende Menschen unkontrolliert nach Österreich und durch Österreich gewandert sind, hat das Vertrauen der Bevölkerung an staatliche Strukturen erschüttert und darf sich nicht wiederholen. Erst durch die Schließung der Ost-Balkan-Route konnten wieder geordnete Verhältnisse einkehren. Das Grenzmanagement soll mit unseren Nachbarländern abgestimmt und so flexibel gestaltet werden, dass die Reisefreiheit und der freie Warenverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Weitere notwendige Maßnahmen, um den Flüchtlingsdruck in Österreich zu reduzieren, sind: erstens, es muss klargestellt werden, dass Asyl Schutz auf Zeit bedeutet und auch jeder Fremde grundsätzlich für sein Auskommen und das Auskommen seiner Familie selbst verantwortlich ist. In diesem Bereich konnte das Asylrecht bereits maßgeblich weiterentwickelt werden. Zweitens, durch die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten wird ein eindeutiges Signal gesetzt, um Wirtschaftsflüchtlinge klar zu machen, dass sie nicht nach Österreich einwandern können. Drittens, die Aufnahmekapazität Österreichs ist nicht unbeschränkt. Deshalb wurde eine Obergrenze für die Aufnahme hilfs- und schutzbedürftiger Fremden im Rahmen zugelassener Asylverfahren festgesetzt. Viertens, in einigen Bundesländern wurde die bedarfsorientierte Mindestsicherung, nämlich die Sozialhilfe, angepasst, um im ausreichenden Maß Anreize zu schaffen, selbst für sein Auskommen zu sorgen und nicht staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, nämlich Sachleistungen statt Geldleistungen und die Deckelung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Fünftens, durch die Verabschiedung eines Integrationsgesetzes muss sichergestellt werden, dass der uneingeschränkte Respekt und die Achtung der österreichischen Gesellschafts- und Wertordnung bzw. der Leitkultur Grundvoraussetzung für die Integration sind. Begleitet wird dieses Gesetz durch die Verpflichtung, dass Asylwerber und Asylberechtigte gemeinnützige Tätigkeiten verrichten, um die Integration an dem Arbeitsmarkt, die leider viel zu schleppend stattfindet, zu erleichtern. Sechstens, es muss sichergestellt werden, dass Fremde, deren Antrag auf internationalen Schutz rechtskräftig abgewiesen wurde, beziehungsweise die in Österreich straffällig geworden sind, in ihre Heimatländer zurückkehren. Wenn sich diese weigern, zurückzukehren, ist ihre Bewegungsfreiheit in Österreich einzuschränken und gegebenenfalls in Einrichtungen unterzubringen, bis sie freiwillig zurückkehren oder abgeschoben werden können. Im Besonderen muss sich die Politik auf europäischer Ebene den Herausforderungen der aktuellen Flüchtlingskrise stellen, denn eine nachhaltige Bewältigung ist ausschließlich auf europäischer Ebene möglich. Die einzelnen Mitgliedstaaten können eine derartige Krise nicht mehr alleine bewältigen. Erstens, sicher ist,
dass Europa im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit einfach mehr leisten muss, um den Menschen in den armen Regionen der Welt Perspektiven zu geben. Zweitens, das vereinte Europa muss in allen Aspekten außenpolitisch handlungsfähig werden, um europäische Interessen, sei es der Schutz von Menschenrechten, der Etablierung funktionierender Demokratien oder die Verhinderung von blutigen Konflikten oder seien es wirtschaftliche Interessen, nachhaltig vertreten zu können. Drittens, es muss gelingen, möglichst frühzeitig zu erkennen, ob Menschen, die nach Europa strömen, Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Denn dass Europa Flüchtlinge helfen will, steht außer Zweifel, außer Frage. Aber bei der Mehrzahl jener Menschen, die gerade von Afrika nach Europa kommen wollen, geht es darum, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. In der jüngeren Vergangenheit entfalteten auf den ehemaligen deutschen Bundesminister Otto Schily zurückgehende Vorschläge sehen vor, dass in den Konfliktherden selbst oder an deren Peripherie, zum Beispiel in Nordafrika, spätestens jedoch an der EU-Außengrenze bzw. auf Inseln seitens der Europäischen Union gemeinsam mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Hotspots, Auffangzentren betrieben werden sollen, in denen die Flüchtlingseigenschaft geprüft wird. Jene Personen, die tatsächlich vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, können dann legal nach Europa einreisen und auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union verteilt werden. Jene, denen kein internationaler Schutzstatus verliehen wurde, können aus diesen Zentren in ihre Heimatländer zurückkehren oder zurückgebracht werden. Wenn klar wäre, dass rein wirtschaftlich motivierte illegale Migration unter missbräuchlicher Ausnutzung des Asylrechts in einem Auffanglager in Nordafrika oder auf einer Insel im Mittelmeer mit Sicherheit zu Ende wäre, würden sich weit weniger Menschen auf die lange und oft lebensgefährliche Reise in Richtung Europa machen. Auch eine Rückkehr in die Heimat wäre bei Weitem attraktiver, wenn die Alternative zur Rückkehr ein Aufenthalt in einem Auffanglager in Nordafrika oder in einer Mittelmeerinsel wäre. Die Probleme, mit denen Europa heute konfrontiert ist und die so viel Unmut und Beunruhigung in der Bevölkerung auslösen, würden sich nicht in diesem Ausmaß stellen, wenn bloß jene, die tatsächlich international schutzberechtigt sind, aufgenommen und in Europa zu verteilen wären. Auch wäre die Bereitschaft aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union größer, zur Versorgung und Integration dieser überschaubaren Zahl an tatsächlich Verfolgten ihren Beitrag zu leisten. Viertens, die international Schutzberechtigten müssen innerhalb Europas anhand einer festgesetzten Quote, die sich an der Bevölkerungszahl und an der wirtschaftlichen Stärke orientiert, verteilt werden. Binnenmigration muss durch ein einheitliches Versorgungssystem für Flüchtlinge und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit verhindert werden. Fünftens, das derzeitig bestehende Abkommen mit der Türkei hat den Zustrom eingedämmt. Ein derartiges Abkommen sollte auch mit Libyen geschlossen werden, um den Flüchtlingsstrom von Nordafrika nach Italien zu dämpfen. Alle diese Maßnahmen und Vorschläge können helfen, die derzeitige Krise nachhaltig zu bewältigen, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union überfordert werden.
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, dass ich nicht alleine über diese Probleme sprechen möchte, sondern auch Ihnen sagen, als die Flüchtlingskrise in Österreich begonnen hat, habe ich Flüchtlinge aus Albanien und aus Serbien in die Villa meiner Familie aufgenommen. In einem obersten Stockwerk haben die Albaner gewohnt, in der Mitte habe ich gewohnt und unter mir haben die Serben gewohnt. Und diese Flüchtlinge haben miteinander überhaupt nicht geredet. So sehr ist es notwendig, dass sich auch Menschlichkeit weiterentwickelt. Und daher komme ich jetzt zum Schluss in der Zusammenfassung. Alle diese Erfordernisse und Maßnahmen zeigen, dass es in einer Zeit vieler Krisen, die über die Grenzen der Kontinente hinweg die Pluralität an Religionen, kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Situationen helfend zu verkraften gilt, darauf ankommt, sich Werten und Sicherheit in Gesellschaft und Staat verpflichtet zu verstehen und das in jener Gegenseitigkeit, welche von der neuen Ordnung des sich integrierenden Europas ausgehend die Völkergemeinschaft auch als Solidargemeinschaft erleben lässt, in der neben und mit dem Staat auch religiös-kirchliche Einrichtungen, private Sozialeinrichtungen und Sozialinitiativen von Einzelmenschen mit der Solidarität und auch Subsidiarität und so die Politik auch Humanität vermittelt werden kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.